Ich finde, einen sehr schönen Lebensratschlag ist in Bezug auf Beziehungen, sagen wir mal Mann, Frau, ich sage jetzt einfach der Partner, wenn du eine Person siehst und darüber nachdenkst, mit ihr zum Beispiel dein ganzes Leben zu verbringen oder mit ihr wirklich eine längere Beziehung einzugehen, dann schau nicht, ob du die guten Seiten dieser Person unbedingt möchtest, sondern schau, ob du es mit den schlechten Seiten dieser Person ein Leben lang aushalten kannst. Das fand ich einen sehr schönen Ratschlag, weil dir, es ist wirklich so. Deswegen es ist eigentlich so die Weiterführung von Schönheit ist vergänglich so. Weil alles Gute wird zur Normalität. Daran gewöhnen wir uns. Das fällt uns einfach nicht mehr auf. Am Anfang ist es so, oh krass, ihr Humor ist so Dings. Das wird irgendwann für dich Standard. Sie wird immer diesen Humor haben, so weißt du. Oder, oh krass, sie sieht so, ja genau, sie sieht so hübsch aus. So, ich liebe ihre Augenfarbe. Irgendwann hast du dich satt geguckt an grünen Augen. Dann sagst du, ja, ist für mich ganz normal. Oder dass ihre Haut so schön braun ist oder ihre Lippen so schön dick oder was weiß ich so. Und dann ist so, okay, sieht geil aus, aber sie ist menschlich richtiger Abgaff, so weißt du. Sie stalkt mich, sie nervt mich, sie bringt mich dazu, dass ich aggressiv werde. So, ich kann ihre Stimme nicht mehr hören, was auch immer. Und dann kommen so viele Sachen, so weißt du. Und darum, wenn du das erste Mal schon mit ihr im Restaurant sitzt und du siehst zum Beispiel, dass sie sich arrogant einem Kellner gegenüber verhält oder so, dann musst du dich fragen, komme ich damit klar? Zum Beispiel für mich persönlich wäre das direkt ein No-Go so. Komplettes K.O.-Kriterium. Ich würde sagen, ich könnte nie mit einer arroganten Frau zusammen sein, habe ich mir immer gesagt. So. Und das war für mich irgendwie immer wichtig, sowas, weißt du?